Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge Nummer 53 von Oxygen Not Included. Ja, wir haben den Puff hier, der da durch soll und der muss natürlich nachher auch noch da, aber momentan sind die da ganz gut unterwegs. Da müssen wir nur gucken, wie es weitergeht, ne? Ich sag mal, wir machen gleich nach dem Intro dann vielleicht hier so ein Teil irgendwie mit einem anderen Köder dran. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich würde sagen, bis gleich. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Der ist da oben in der Ecke. Schauen wir mal, der ist da. Das ist schon mal gut, aber der müsste da runter. Das wäre viel wichtiger. Eins, zwei, drei, vier Stück haben wir da drin schon. Das wären dann sechs, ne? Das wäre schon mal gar nicht so schlecht, ne? Man könnte hier mal die Dingens Prio auch fürs Aufräumen reinsetzen, oder? Okay, da gibt es schon Sachen, die nicht mehr irgendwo hin können. Sandstein zum Beispiel. Ah, ich wollte gerade sagen, müssen wir jetzt aufpassen allerdings. Allergische Reaktionen. Okay. Jetzt hat er da so schmutzige Luft eingeatmet. Und hier ist natürlich super saubere Luft, ne? Aber hier ist schmutzige Luft. Wahrscheinlich geht der erst da durch, bevor der nach da geht, ne? Ich sehe schon kommen. Können wir denn hier was dran ändern? Nee, ne? Ne, so ein Teil geht da nicht. Aber warte mal, was war das? Nahrung. Oder? Da ist er. Und was können wir reinmachen? Bleistein. Oxylit. Schleim. Würden die Schleim fressen? Machen wir einen mit Schleim. Aber die. Nee, was wollen die? Was fressen die? Ich glaube, der Mordrak hat das schon mal geschrieben, ne? Primärelement ist genetischer Schleim. Und was essen die? Hier ist ein Eintrag. Drops, Fleisch. Schleim. Ach ne, das gibt Schleim. Verschmutzter Sauerstoff. Ich weiß nicht genau, was die da kriegen. Er ist auf jeden Fall gerade weit weg. Das wird schwierig. Oh, wir können hier noch was einstellen, ne? Wird gerade gespeichert. Fähigkeiten Duplikanten. Hier unten ist Stinky. Stinky macht Raketensteuerung. Na, dann soll Stinky Raketensteuerung machen. Wäre schön, wenn er da durchkommt, der Pufflet. Das tut er gerade nicht. Ist aber gerade auf dem besten Weg dahin, ne? Nee, leider nicht. Sind wir so ein bisschen hier gefesselt, ne? Aber vielleicht können wir ja auch was bauen noch. Ich würde mal sagen, wir können das hier mal wegbauen. Da ist ja jetzt keiner mehr. Genau so ist es. Bau das mal ab. Da ist auch Alge dran. Die brauchen wir sowieso, weil wir hier auch nicht ganz viel mehr haben. 3 Tonnen noch. Hier unten, ja, das ist schwierig. Er ist da jetzt durchgegangen, oder sie? Das können wir abbauen. Hier oben wird auch abgebaut. Ja. Da wird jetzt runtergesprungen. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber er geht nicht da rein. Ist ein bisschen tricky dann. Wird denn hier aufgeräumt? Gute Frage. Wir haben ja schon wieder einen, der was kann. Lindsay ist jetzt dran. Lindsays Herdchen ist bei Grillen, 2. Etage. Machen wir mal.
Okay. Der Pufflet muss jetzt runter. Wie sieht es denn hier oben aus erstmal? Okay, hier ist wohl schon ein bisschen weiter, aber das Wasser ist unser Problem noch. Ist es denn noch hier? Ne, das ist schon, also das Eis, was hier schmilzt, aber hier schmilzt Granit. Ah, hier dieses könnte schmilzen, wenn es wärmer wird, ne? Ja, da können wir die Leiter noch ein bisschen höher setzen. Können aber diese gerade wegmachen, weil das war falsch. Was macht der Pufflet? Oh, ist noch an der falschen Ecke. Können wir den mal auf 9 stellen? Wird der jetzt gebaut? Ja, sieht so aus. Ah, irgendwie doch nicht, oder? Da wird auf jeden Fall was gemacht mit dem Puffs. Hier müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr schmutzigen Sauerstoff reinkriegen, ne? Das müssen wir natürlich noch machen. Wird das hier was? Als Köder wird Phosphorit verwendet. Hatten wir das nicht hier auch schon? Ja, also der Köder war sowieso der falsche. Was habe ich denn da jetzt wieder verpasst? Hä? Zerlegen. Den kannst du auch zerlegen, ist auch das falsche. Ich habe wahrscheinlich voll das falsche. Ich habe das, aus was es gebaut wird, habe ich ausgesucht, ne? Und nicht, was der Köder ist. Wähle Köder, hier ist er. Oxalit, Bleichstein, Schleim. Haben wir nicht. Deswegen hat er das genommen wahrscheinlich. Ja. Ich weiß aber nicht, ich kann nicht mehr da reinmachen. Da ist mit Bleistein, da geht ja auch keiner dran, also brauchen wir das auch nicht machen. Da ist was fehlgelaufen. Den kannst du auch gleich zerlegen, das hat ja auch keinen Sinn mit dem. Ich wollte gerade sagen, der ist hier unten, aber nein, er ist es nicht, das ist der da. Ja, abgebaut, fertig. Abgebaut, fertig. Nächste Aufräumaktion. Hier fehlt Wasser. Da sollten wir mal Leitungen bauen. Sanitär ist hier. Wasserleitungen sind da. Diese Verbindung noch machen, ne? Dann klappt das vielleicht auch. Dornblüten brauchen Wasser. Pflanzen. Pflanzen. Vielleicht sollten wir einfach mal die Einstellung gerade kopieren. Mal gucken, was daraus wird. Ach, hier fehlt's Licht dann dafür, ne? Strom. Kabel. Das passt. Und Lampe müsste beim Möbel sein, oder? Ja. So passt's. Leider noch keiner dadurch. Aber hier wird auf jeden Fall Essen gepflanzt. Wir haben 44.000. Wir könnten uns bald schon überlegen, dass wir noch einen Duplikanten da mehr holen. Bett wäre auch noch frei wohl. Obwohl, wir können dieses Bett definitiv dann abbauen. Zerlegen. Und hier müssen wir mal schauen. Der Durchgang geht hier. Ah, okay. Weil ich hätte dann hier noch ein Zimmer gemacht. Dieses ist etwas kleiner. Und dann hier noch ein Zimmer. Aber das ist wohl jetzt nicht so prickelnd. Hier ist auch irgendwas falsch. Achso, wir haben das rübergesetzt wegen dem Rutschen, ne? Okay, das wird nicht so einfach. Pufflet, geh doch jetzt mal runter hier. Oder Puff. Pufft. Hier hin. Ah. Chlorgas. Was ist denn hier für... Ach, das Bleichstein ist da, liegt da.
Nee. Aufräumen. Mit hoher Priorität. Sandstein, Kupfererz. Was liegt da noch? Ziegel, Bleichstein. Da ist er. Stößt Chlorgas aus. Bleichstein muss unter Wasser wahrscheinlich, oder? Was ist denn hier drin? Verbrauchbare Erze. Bleistein und Oxalit. Okay, da haben wir ja ein Lager dafür. Räumen das mal weg. Ah, hier ist schon fertig, oder was? Ah, nee, das ist nur, weil nichts gepflanzt ist. Kann mal einer das Bleistein wegbringen, weil das ist jetzt da gerade nicht so dolle. Die wollen bestimmt jetzt verhungert seit bis zum Tod. Oh. Ja. Eigentlich müssten wir dann hier Sauerstoff machen, oder? Espressomaschine ist fertig. Verhungern die alle? Verhungern bis zum Tod? Der nicht. Der auch nicht. Puff ist eingeengt. Zu viele hier auf dem Dingens oder was? Auf der Stelle. Müssen wir es größer machen. Kriegen wir das irgendwie hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Schwierig, was hier läuft. Jetzt geh da mal durch. Nee, leider nicht. Das ist jetzt endlich weg, der Bleistein. Dann geht's ja. Verhungert. Verhungert. Nicht. Verhungert. 3 von 4 verhungern. Bauen wir da Sauerstoff hin, und zwar das hier, weil das stößt ja schlechte Luft aus, oder? Entfernt ein wenig Kohlenstoffdioxid, bekommt alle Effekte. Erhitzungstemperatur, verschmutztes Wasser gibt es da? Nee. Oder doch? Alge und Wasser. Bekommt eine 10% in diesem im direkten Licht, verbraucht Algen und Sauerstoff, produziert und entfernt ein wenig Kohlenstoffdioxid. Direkten Licht. Anforderungen: Alge und Wasser, Sauerstoff, verschmutztes Wasser, Kohlendioxid, Überhitzungstemperatur, Dekoration, Überhitzungstemperatur, Ressourceneffekte, langsames Aufheizen. Ja, verstehe jetzt nicht. Der Kompost, der würde da wahrscheinlich schlechte Luft machen. Lass uns doch mal Kompost auswählen. Kompost war bei Nahrung, ne, oder? Ne, war nicht bei Veredelung. Da ist Kompost. Dann machen wir da noch einen Kompost rein jetzt, oder? Und den machen wir schneller. Weil der macht schlechte Luft, das weiß ich, oder? Kriegen die auf jeden Fall was zu essen. In Anführungsstrichen. Und der Kompost, der woanders ist, ja, das schillert hier schön bunt, ne? Dieser Kompost, den können wir dann vielleicht auch abbauen. Hier ist nämlich verschmutzter Sauerstoff. Was macht der Puff? Ist er durch? Nein. War aber schon ganz nah, der Himmelhund. Baut einer den Kompost bitte auf. Er pflegt jetzt die Vögel oder die pufft. Sind es Vögel? Ich weiß es nicht. Das sind Flugtiere, sagen wir es mal so, ne? Hat jetzt nicht geklappt. Der hat, glaube ich, gelacht gerade, kann er sein? Hammer. Kein Forschungsschwerpunkt ausgewählt. Dann wollen wir das mal schnell ändern. Gaspumpe Mini. Ölbrunnen, Polymerpresse. Hier hinten mal das Solarpanel. Ich glaube, das wollen wir schon mal bauen, ne, oder?
Habe ich das jetzt ausgewählt? Ja, ne? Ja, ist noch nicht fertig. So, der Kompost wird jetzt gerade gebaut. Das ist schon mal gut. So, und dann sollte da was rein. Und ich denke mal, wir machen hier unten einen auf jeden Fall schon mal weg. Der ist ja jetzt hier umgedreht. Dann können wir den auch zerlegen. Und da ist gerade was rausgekommen. Erde nämlich. Okay. Puft ist noch da. Kompost ist hier. Ja, wollen wir hoffen, dass da was reinkommt, damit die hier nicht verhungern. Aber doch, der verhungert in 8,5 Zyklen und der in 9,2 Zyklen. Das ist alle noch ein bisschen hin, aber schön ist das nicht. Der in 4,7 Zyklen. Vielleicht kriegt er ja gleich noch was zu essen. Schwierig. Essen 38.000. Wenn da jetzt ein Dingens kommt, dann hole ich mir noch einen. Ne? Und wir müssten hier einfach weiterbauen, dass wir hier noch ein paar Schlafkammern kriegen, oder? Dann lass uns doch mal gerade hier eine Decke noch reinziehen. So, und dann ist das so, dass wir drei Felder brauchen fürs Bett. Und dann Waschbecken, Dusche, Toilette. Hier kommt eine Mauer runter, oder? So. Dann graben wir mal erst hier oben frei. Dass die da hinkommen. Können die Decke bauen, alles ist gut. Und dann können wir da einen hinbauen. Dann können wir hier noch eine Tür einbauen. Da eine und da eine. Passt erstmal, ne? Und die Wasserleitung. Ne, sanitär war das. Die kommt. Ach, hier oben ist gar nicht angeschlossen. Oh oh. Das ist schlecht. Warte mal, das ist der obere Hahn. Und das ist der auch. So, und dann machen wir mal diese hier noch. Geht das? Weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren, ne? Brücke ist da und Brücke läuft so rum. Das heißt, die muss gedreht werden. Geht so nicht. Na, ist super. Das heißt, wir müssen das nochmal abbrechen hier. Nochmal zeigen. Sanitär. Leitung. Geht so. Geht so. Geht so und ist richtig rum, geht so. Nee, ist falsch rum. Also wieder weg. Rohrbrücke abbrechen. Auf ein neues. Die Leitung muss nach da. Dann können wir das doch so rum machen. Nee, so, fertig. Und dann geht's hier lang und kommt von da. Und geht hier lang. Passt. Und diese Leitung kommt von da und geht nach da. So, passt's auch. Haben wir hingekriegt. Wo ist der Pufflet? Ist er schon runter? Nein, ist er nicht. Schade. Okay. Der Kompost ist zwar hier aktiv, aber wird nicht bearbeitet. Der andere ist hier weg. Hier gibt es ganz viel verschmutzten Sauerstoff, ne? Hier natürlich auch. Was ist das hier? Verschmutzter Sauerstoff. Überall ist verschmutzter Sauerstoff. Hier passiert nichts mehr, weil hier voll ist wahrscheinlich, ne? Das bedeutet, von hier aus müssen wir jetzt eigentlich da hoch. Oh, wir können einen neuen Cube einstellen. Pocket-Panzerleichen, naja, das wäre ja auch was, ne? Aber die sind ja... Ne, lassen wir mal. So, Interessen, ne, Empathie, Medizin gesenkt. Luftverbrauch erhöht, Dekoration gesenkt. Ne, Bauen gesenkt, das wäre okay. Dekoration, Moralbonus erhöht, kann dekorierte Aufträge nicht durchführen, egal. Medizin erhöht, okay.
Kochkunst erhöht, Nahrungsmoralbonus gesenkt. Plus 1 Graben, Maschinen und Stärke. Ja, 10 Graben, aber Graben will ich jetzt gar nicht. Kamill wäre jetzt so. Stressaktion erbrechen. Aufkleber-Attentäter. Diese Kamill liest alles, was sie nostalgisch macht. Auch Dinge, die nicht gut gestaltet sind. Okay. Bestimmt die Fähigkeit an die Bekannten, sich um kranke Kollegen zu kümmern. Ja, ich glaube, das ist egal. Wir nehmen die. Und dann können wir die gleich auch noch auswählen, weil wir ihr noch eine Fähigkeit geben können. Was hatte sie denn jetzt? Und besonders Kochkunst. Aber lieber würde sie schwer graben. Oder hier unten verbessertes Basteln. Oder auch verbesserte Stärke. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal die verbesserte Stärke, dann kann sie aufräumen. Also, wenn, dann können wir ihr jetzt auch noch ein Dingens geben. Ich sag schon, ein Hütchen. Passt erstmal, ne? Den setzt sie auch noch auf. Ja, hat gut geklappt. Der zweite Pufflet ist jetzt oben. Alles klar, genau das wollten wir nicht, aber so ist das Spiel halt. So, wo waren wir hier? Bei den verhungernden Dingens. So, das heißt, ich reiß den jetzt mit Stufe 9 ab, zerlegen, weil ich will jetzt definitiv hier was reinhaben. Und hier machen wir erstmal Stufe 7 und hoffen, dass da was passiert. Und dann müssen wir natürlich aufräumen, dass da was reinkommt, ne? Oder wie ist das? Verschmutzte Erde brauchen wir eigentlich dafür, ne? So, jetzt mal hier den 9er Aufräumbonus hier. Verschmutzter Sauerstoff, Erde, verschmutzter Sauerstoff, Kompost. Ich glaube, es sieht so aus, als ob das klappt jetzt. Gut, aber ich sag mal, ich sehe schon wieder, wir sind schon wieder lange unterwegs. Wir werden die Folge jetzt mal beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.